So, jetzt. Das ist ja dieses Inge-Phänomen von dem Selbstgespräch mit der Inge. Es sind ja nur Normen. Inwieweit bin ich noch komplett angekoppelt an einen Glauben, ich bin dieser Mensch, ich bin diese Person? Ja. Mhm. Und es sind so einfache Sätze, dass du irgendwann, die Sophie ist ja die Weisheit. Und die musst du erst noch werden, die ist aber schon in dir drin. Und wenn du wirklich einmal akzeptierst, dass es alles, was passiert, immer nur jetzt passiert, dass du jetzt in dem Lebensbuch ganz vorne noch drin steckst, aber dass alles, was noch kommt, was du erleben wirst, ist jetzt schon da. Um mich zu verstehen, ist das Einzige, dass du zuerst einmal diese ganzen Filter, wie ich das nenne, des anerzogenen Intellekts, deine Schwammenheits im Hintergrund stellst. Du lebst in einem reinen Interpretationssystem, das dir logisch erscheint. Und das konntest du dir nicht raussuchen. Das heißt, der Ansatz ist ja komplett anderer, was das Schöne ist an Holofeeling, dass ich das nicht oft genug sagen kann, dass alles, was prinzipiell geglaubt und gedacht werden kann, sind Teile von Holofeeling. Es sind wichtige Teile. Das heißt, ich bekämpfe im Vergleich zu Religionen oder Naturwissenschaft keine Feindbilder. Es sind Glaubenssysteme, die auf Einseitigkeiten aufbauen. Und ich erkläre dir, was die heilige Vollkommenheit ist. Das bist du letzten Endes selbst, derjenige, der sich alles ausdenkt. Mhm. Und das ist eigentlich, wenn man das einmal versteht, dass das so ganz einfache Worte sind. Wenn da nicht der Zweite in einem drin ist, der permanent sagt, das ist unmöglich. Drum baut es immer wieder auf dem Beispiel auf, dass ich sage, denk dir jetzt einmal, du Geist, denk dir zwei Menschen aus. Einer, der Erste, behauptet nur Sachen, die du sofort auf der Stelle überprüfen kannst. Und der Zweite behauptet ständig Sachen, die man bei genauer Betrachtung nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte, die auf blinden Glauben aufbauen. Wem würdest du dein Vertrauen schenken? Dem, der dir sagt, was du sofort siehst und überprüfen kannst, oder dem, der Sachen behauptet, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest? Und ich sage zu Holofeeling, ich bin der Erste. Der Zweite sind deine Lehrer und deine Erzieher. Mhm. Egal, welche Lehrer und Erzieher du hast. Und jetzt ist das Verrückte, dass du erkennen wirst, dass du, weil dir das, was der Zweite sagt, logisch erscheint, weil du so programmiert bist, sage ich einmal, dass du dieser Logik mehr vertraust, wie das, was du wirklich überprüfen kannst, was du auf der Stelle überprüfen kannst. Grundaussage ist, ich, der Erste, behaupte, ich spreche immer nur mit Geist. Der Körper, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast, existiert nicht, wenn du nicht dran denkst. Mhm. Du bist auch dann da, wenn du nicht an deinen Körper denkst, dann sind halt irgendwelche andere Informationen in dir drin. Der Zweite sagt, du bist dieser Körper, der natürlich auch dann existiert, wenn du nicht dran denkst. Aber das könntest du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Um was zu überprüfen, musst du zumindest dran denken. Mhm. Es ist so unheimlich logisch, dass du sagst, ja, wenn ich jetzt meine Ohren nicht da wären und mein Gehirn nicht da wäre, dann würde ich jetzt den Udo gar nicht sprechen hören. Den Lautsprecher, das Pixelmännchen. Aber die waren doch jetzt die ganze Zeit nicht da. Jetzt, wo ich das ausspreche, denkst du an deine Ohren. Ausgedachte Dinge sind vergängliche Erscheinungen. Das ist was Existierendes. Darum sage ich immer wieder so viel Existenz. Existere heißt heraustreten aus. Aus was treten diese existierenden Dinge heraus? Aus dem, der sich's ausdenkt. Das ist jetzt das Eigenartige. Dieses Gespräch hört jetzt nur ein allereinziger Geist. Und was du hörst und was du wahrnimmst, hängt extrem davon ab, wer du zu sein glaubst. Mhm. Das katapultiert dich jetzt in diese persönliche Perspektive. Und du wirst merken, dass das Interpretationssystem des Sophie-Programms ein ganz anderes Interpretationssystem ist, wie das vom Helene-Programm oder vom Udo-Programm. Auch jetzt in dem Moment, wo ich sage, jedes Wort, das du jetzt hörst, taucht jetzt in dir auf. Aber was siehst du jetzt durch deine Augen? Da kannst du jetzt dir, wenn du meine Gedanken mitgehst, wirst du feststellen, dass du aus der Perspektive der Sophie rein einmal optisch sinnlich wahrgenommen fast dasselbe Bild, ich sage immer, auf deiner VR-Brille hast, wie wenn du das mit dem Helene-Programm anschaust. Mhm. Das Udo-Programm hat ein komplett anderes Bild. Aber wenn ich mir jetzt irgendeinen denke, der die Aufnahme anhört, wir sagen mal, der Flo würde jetzt die Aufnahme anhören. Oder der Dennis. Dann wird er in dem Moment, wo er die Aufnahme anhört, wieder ein ganz anderes Bild haben. Mhm.
Aber die Bilder tauchen alle jetzt auf und die sieht ein und derselbe Geist. Das ist das JCH, das vom Bücherregal steht. Die Perspektive entsteht erst, wenn du zu einem roten Ich wirst, mit in Verbindung mit dem blauen Ich, mit einer Personifizierung. Und das Internet ist eigentlich nur ein anderes Wort für Gott. Das ist eine Symbolik, da ist nicht irgendwas in der Vergangenheit entstanden, sondern das ist immer angepasst an den Reifezustand, den du zurzeit hast. Drum ist es das Wichtige, wenn du jetzt hier in der Personifizierung eines jungen Menschen blau geschrieben bist, dass ich immer wieder sage, das Leben ist ja eh von Gott erschaffen. Gott, der du letztendlich selbst bist, weil du denkst dir doch dein eigenes Leben aus. Und dein Leben, das du erlebst, ist ein komplett eigenes, intimes Leben. Das ist wie ein Traum. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und dann bestimmst du, wie Menschen sind. Das ist jetzt für dich so, wie wenn ich sage, wenn du jetzt dich für Politik interessierst, es ist angelesenes Wissen. Und ich kann immer wieder diese einfachen Sätze, geh meine Gedankengänge mit jeder Internetseite, die du mir als Beweis zeigst, zeige ich dir zum selben Thema 1000 Internetseiten, wo zum selben Thema was anderes behauptet wird. Für dich wird nur ganz bestimmt eine einseitige Meinung als richtig erscheinen. Warum? Weil du ständig mit deinem jetzigen Intellekt, mit deinem Schwamminhalt vergleichst. Was ich sage, das ist wie wenn du ein Computer bist und ich gebe dir ein Programm und ein Betriebssystem. Da wird nur das logisch für dich sein, was mit deinem Programm, mit deiner Logik korrespondiert. Und alles andere wirst du als unlogisch ansehen. Aber wie würde das jetzt aussehen, wenn ich in denselben Computer, in denselben Kleingeist ein anderes Programm und ein anderes Betriebssystem eingegeben hätte? Darum sage ich, sobald du anfängst zu diskutieren als Mensch unter Menschen, als Affe unter Affen, sobald du zum Diskutieren anfängst, muss dir eins klar sein, ich fordere die Demut, das ist jetzt das ein Beispiel, dass wenn du jetzt den Intellekt, den Schwamminhalt deines Gegenüber hättest, würde alles, was dir jetzt die Haare zu Berge stehen lässt mit deinem Wertesystem, wenn der was äußert, würde für dich vollkommen logisch sein und dir würden dann die Haare zu Berge stehen von dem, was du jetzt glaubst. Mhm. Jetzt, wenn man so denkt, bist du eigentlich schon über der Tasse. Egal, wen du mir bringst, wenn der den Mund aufmacht, ich sage dir genau, was für Wissen er nachplappert. Mhm. Wirklich eigenes Wissen hat überhaupt keiner. Mhm. Genau genommen nicht einmal Dichter und Künstler, weil denen ihr Wissen ist ihnen ja auch eingefallen. Ich sage immer, was hätte Goethe gemacht, die wir uns jetzt ausdenken, wenn ihm nichts eingefallen wäre. Aber wer erschafft eigentlich diesen Goethe? Kann ein Goethe überhaupt existieren in einer Traumwelt, wenn auf den Schwamm überhaupt kein Wissen von Goethe drauf ist? Mhm. Verstehst du, was ich meine? Du wirst irgendwann einmal klar sein, dass alle Menschen, die du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, die großen Weisen der Welt, ob das Philosophen sind oder Physiker sind, die kannst du nur deshalb denken, weil die auf dein anerzogenen Wissen, auf deinen Schwamminhalt drauf sind. Mhm. Und dann wird jeder Mensch, den du dir denkst, der wird jetzt in die Existenz gehoben aus diesem Wissenspool, den du mein Wissen, mein anerzogenes Wissen nennst. Jeder dieser Menschen entsteht aus dem Wissen, das du zum Denken benutzt. Und der wird dann so sein, wie du ihn dir ausdenkst. Mein altes Beispiel, Helene hat es zigfach gehört, wenn man die in der Schule erzählt hat, dass Albert Einstein ein großer Bäckermeister ist, der den Einstein-Striezel erfunden hat, dann würde, wenn du an Albert Einstein denkst, würdest du an den Einstein-Striezel denken und nicht an die Relativitätstheorie. Und wenn du meine Gedankengänge mitgehst, ich kritisiere ja nichts. Menschen, die das behaupten, ich predige auch keine Feindbilder, ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Und wie das aus, da musst du Geist sein, sonst resonierst du auf mich gar nicht. Das heißt, du wirst feststellen, dann will man immer wieder Menschen retten. Der Fehler vom Toni hier mit Michi, das sind Sachen, ich habe immer gesagt, klopf ganz leicht an jetzt, wenn ich mit dir drüber rede und ich merke, ob du da Aha sagst, das ist ja ganz neu, ob es dich interessiert oder nicht. Wenn es dich nicht interessiert, dann halt den Mund. Bei Holofeeling waren keine Menschen missioniert, da kann auch keiner eintreten in einer Sekte. Es ist ein Spiel, das spitzt du mit dir selber als Geist. Das ist, da resoniert man oder resoniert man nicht. Das ist jetzt zum Beispiel hier bei deinen Eltern, die sind gleich wie Gogo, wie dein Papa das das erste Mal gehört hat, der war so da gesessen und sagte, du, ich habe schon immer gemerkt, dass das ganz anders ist. Das war so der Tropfen auf dem heißen Stein, wo bei ihm dann hier das Licht aufgegangen ist. Oder wenn deine Mama jetzt mal anruft in der Schule, wo sie sagt, wo sie wirklich sich schaut, nur wertfrei, sie sagt, was das für ein
ein Wahn ist und ich sage, spielt deine Rolle ganz normal weiter, da mischen wir uns nicht ein. Auch jetzt bei dir. Du machst jetzt dein Studium weiter, alles hier und schau, was passiert mit allen Auf und Abs. Mir ist wichtig, dass du der wirst, der ganz, ganz bewusst das, was du zu sein glaubst, beobachtet. Der Sinn des Lebens ist, dass du deinen jetzigen Schwamminhalt, deinen jetzigen Intellekt durchschaust und wie er auf andere Sachen reagiert. Nicht verändern wollen. Verändern ist bei mir Vervollkommnung. Mach dir die anderen Meinungen der Menschen zu eigen und bekämpf sie nicht. Mhm. Weißt du, dass die ganzen Streitereien in der Welt, die ganzen Besserwissereien, wo man dazu neigt, das, die Sachen habe ich tausendmal erzählt, Sophie. Man muss es auch tausende Male hören. Das ist so, wie wenn ich immer sage, wenn du Klavier spielst oder irgendwas lernst, du musst es wiederholen und wiederholen und wiederholen, dass du besser wirst. Und dann wirst du merken, ob das dir liegt oder nicht liegt. Wenn dir das nicht von vornherein gegeben ist, kannst du so viel üben, wie du willst, wirst du nie irgendein großer Pianist werden. Dann kannst du zwar Klavier spielen, aber du wirst immer in der Seichte bleiben. Da ist jetzt eine Anlage da, wo du sagst, habe ich es oder habe ich es nicht? Auch das Philosophieren. Schuster, bleib bei deinem Leisten, sagt man so schön. Mit Wunschdenken kommst du da nicht weiter. Mhm. Aber am Ende wird alles gut. Mhm. Solange noch nicht das Ganze absolut gut ist, ist es noch nicht das absolute Ende. Und die Streitereien, darum wiederhole ich jetzt für dich nochmal mit einer unendlichen Geduld die Beispiele. Beobachte dich einmal, wenn du jetzt in deiner Personifizierung als Mensch, meinetwegen, im Fernsehen eine Diskussion siehst, egal über welches Thema oder vielleicht selber bei euch, dass ihr über irgendein Thema diskutiert. Du musst dich komplett abheben wie ein Tierchengucker und das wertfrei beobachten und dann mach dir jetzt erst einmal bewusst, in welche Einseitigkeit dich dein derzeitiger Intellekt zwingt, wo er dich hinstellt. Das heißt, du wirst, wenn du eine Diskussion im Fernsehen über irgendein Thema beobachtest oder ihr diskutiert selber, wirst du ganz klipp und klar, kannst du Geist beobachten, bei welchen Äußerungen dieser Protagonisten, die du dir ausdenkst, die ja nur deine Informationen sind, wo du Beifall klatscht, weil dir das logisch erscheint, richtig gut erscheint und wo dir die Haare zu Berge stehen, weil du sagst, was ist das für ein Blödsinn, wie kann man bloß sowas glauben? Dass du dich da zuerst einmal in die Perspektive einsortierst, dass du dir bewusst machst, was dir logisch erscheint und da hast du auch nichts dran zu verändern, das ist ja auch richtig. Aber jetzt kommt es eigentlich an Holofeeling, dass ich von dir fordere, dass du die geistige Beweglichkeit, die du hast, durch Neugier, dass dir klar sein muss, dass all die anderen Perspektiven auch richtig sind. Hättest du als erste Schulerziehung ein anderes Wissen in den Computer, ein erstes Programm, ein anderes Programm, eine andere Logik einprogrammiert bekommen, das ist immer noch im Hintergrund raumzeitliches Denken, Helene, sage ich jetzt der Genauigkeit halber. Es gibt keinen Raum und keine Zeit. Dein Raum um dich herum ist ein Traum. Und was ich jetzt sage in der Sprache, das ist das Wort, wenn du Physik studierst, das immer das V steht für Volumen. Das übersetzt jeder mit Raum, obwohl das in jedem Wörterbuch heißt, es Rollen. Mhm. Volumen kommt vom Vollwörter, das heißt Rollen. Schau in die Wörterbücher nach. Mhm. Diese Kleinigkeiten, man hört, ich habe so viele Leuten das Leuten jetzt, Medim, die Toten des Meeres erklärt. Ich merke, die reagieren da gar nicht drauf. Mathematik. Was meinst du, wie ein Mathematikprofessor nicht schon gefragt hat, was bedeutet Mathematik? Und die sagen das, was du auch sagst. Rechnen. Und du weißt, ich sage mittlerweile, lass uns in ein Wörterbuch reinschauen. Ich beweise ja alles. Mathe heißt das gelernte Wissen und Mordikus heißt Dummkopf, Tor, Blödmann, Unbewusstsein. Jeder normale Mensch, jeder Besserwisser ist ein Mathematiker. Er fährt vollkommen stur auf den Gleisen seines anerzogenen gelernten Wissens, wie ein Computer, der nur das machen kann, was das Programm ihm vorschreibt. Er wird auch nur die Bilder wecken, was er an Daten zugänglich hat. Und die große Masse an Daten und Programmen, die ihm unlogisch erscheinen, die bekämpft er. Obwohl er die eigentlich benötigen würde für das heilige Ganze. Dass er selbst ist, wenn du wach wirst. Es erfordert eine allumfassende Liebe, die Fähigkeit, wirklich alles zu lieben und alles als logisch anzusehen. Und ich habe gerade in dem vorhergehenden, jetzt ausgedachten Selbstgespräch, das ich gleich reinstelle, habe ich ganz klipp und klar so Beispiele von mir, diese Kollektion, die größeren Kollektionen. Du hast es mit Leuten zu tun, die darüber streiten, was eine Wohnung ist. Das ist das ein Beispiel, wenn komplexer. Der eine behauptet, der Wohnung ist eine Küche, der andere sagt, nein, so ein Blödsinn, der Wohnung ist ein Schlafzimmer, der andere sagt, nein, eine Wohnung ist ein Badezimmer. Das passiert in Religion und das passiert in der Politik. Sie wissen nicht, was die Wohnung ist.
Politik, die das sieht, der Henkel ist Rechtsdenker, rechts ist richtig, links ist richtig. Ich sage, hängt davon ab, von welcher Seite du das siehst. Und das System ist jetzt wie in einem Mandelbrot-Fraktal, dass wenn wir jetzt nur die rechte Seite nehmen und du schaust dann in die rechte Seite alleine rein, was du feststellen, die platzt wieder auf, weil bei den Rechten gibt es nämlich welche, die mehr rechtsorientiert sind und welche, die mehr linksorientiert sind. Bei den Linken gibt es natürlich auch mehr rechtsorientierte und linksorientierte. Es platzt immer wieder, was du schaust, weil du, egal welche Welle du nimmst, sobald du einen Einzelteil in die Oberwelle draus machst, hast du wieder mindestens zwei Seiten, was genau genommen 16 Seiten sind. Das kannst du aber von deiner Mama erklären lassen, wenn sie es verstanden hat. Onkel hat sie sich oft genug. Ja, genau. Das ist neugierig. Leben ist so, ich sage immer als Udo, scheißgeiles Zeug. Lebe dein Leben und genieße es und hab vor nichts und niemandem Angst. Und was du, wenn das passiert, in dem Moment, wo du zu verstehen lernst, dass alles, was existiert, nochmal für dich Existenz heißt existere, lateinisch heißt heraustreten aus, auftauchen. Aus was treten eigentlich deine Gedanken heraus, die du dir ausdenkst? Alles, was du dir vorstellst, um dich herum dir ausdenkst, kommt aus dir. Eine schöne Metapher dazu ist der träumende Geist. Und das Geheimnis liegt nicht nur in den Physikbüchern, die alle richtig sind, es ist eine Religion, Sophie. Es ist die Weltreligion, ist zurzeit die Naturwissenschaft. Es ist die geistloseste Religion überhaupt. Egal welche Menschen du dir jetzt ausdenkst, normal gesprochen, ob das Moslems, Christen, Hindus oder sonst was sind, sie sind in erster Linie sind sie tiefgläubige Materialisten, weil jeder glaubt, er ist ein sterbliches Säugetier und er wurde in der Vergangenheit von seiner Mutter geboren. Und dann denkt er vielleicht noch an den Buddha oder an den Christus oder an den Abraham oder sonst was in der Vergangenheit. Das ist das erste große Problem. Das ist die Weltreligion. Die normalen Kirchenreligionen, das sind nur Untersysteme. Wobei man das auch wieder rumdrehen können, weil das wirkliche Geheimnis, jede Religion, jede Glaubensgemeinschaft baut auf gewissen Satzungen auf, die in Büchern reingeschrieben sind. Und das ist halt einmal im Judentum, ist es halt hier Torah Tenach, der Koran bei den Moslems, das Neue Testament bei den Christen. Natürlich vermischt sich das, weil das eigentlich nur eine Religionsgemeinschaft ist, wenn du das einmal geschichtlich jetzt bewusst als Märchengeschichte siehst. Und in der Naturwissenschaft hast du die Physik- und die Chemiebücher, an die geglaubt wird. Und der Witz ist, alles, was da drin steht, stimmt. Du wirst von mir nie hören, dass irgendwas, was in dir auftauchen kann, als Information unwichtig wäre. Egal was, Kriege, Mord, alles unheimlich wichtig. Es ist bloß deine Interpretation, die Vorstellungen, die Worte in dir auslösen. Ich kann dir zeigen, dass die ganzen Formeln der Quantenmechanik und der Physik sind in der hebräischen Bibel drin. Das ist so Stellen, das kannst du alles in Holophilien nachlesen. Das ist reine göttliche Arithmetik. Die Einstein-Formel. Alles, jetzt nicht wischiwaschi irgendwie hininterpretiert. Ich habe Physiker gehabt, die haben das 200 Stellen nach dem Komma nachgerechnet. Und dann wirst du sprachlos, weil die Welt ganz anders ist, wie du glaubst, dass es ist. Es geht hier um ein unendliches Meer von Wissen, das aber als Sophie, als Weisheit eins ist. Und das, was da wiederum drin steht, steht auch in die Physikbücher drin. Mhm. Was nicht stimmt, ist das, was deine Lehrer dir sagen, was die Worte bedeuten. Und darum sage ich immer wieder, bevor wir jetzt über was reden, schauen wir zuerst einmal nach, was ein Wort wirklich bedeutet. Und dann merkst du plötzlich, dass das ins Schwimmen kommt, dass das eigentlich das Wort selber schon für sich spricht, dann mit diesen Hebräisien im Holofeeling, mit der Vordersprache, wird es dann noch wesentlich präziser. Es sind Zahlen, ich erzähle dir jetzt etwas. Das Deutsch ist ganz, ganz wichtig. Ich nenne das Deutsch. Das ist für dich nochmal in allen Sprachen der von dir ausgedachten Welt, heißt Deutschland eigentlich Gottesland. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen ausgedachten Deutschen. Was wichtig ist, du musst Deutsch denken. Dabei spielt es keine Rolle, was du jetzt, wenn du an dich denkst, wie du deinen Körper denkst, ob du schwarz bist oder Schlitzaugen hast oder es geht um das, du musst Deutsch denken können. Das, was ich dir erkläre, hat nichts zu tun mit irgendwelchen Gedanken, die du dir ausdenkst, mit Völkern, mit Rassismus oder kein Rassismus. Es ist immer nur immer eine Seite, ja oder nein. Es ist so unendlich krank, deine Elite deiner Welt ist so unendlich dumm und krank. Aber genau genommen sind sie so, wie sie von dir ausgedacht wird und die Wurzel ist dein eigener Intellekt, mit dem du ständig
irgendwas vor dich hinstellst und du bestimmst doch, ob einer richtig oder verkehrt ist. Als Mensch, ein guter Mensch, ein böser Mensch. Schau mal, wenn ich jetzt zum Beispiel dir einen Zettel gebe und da schreibe ich Politikernamen drauf, dann muss dir eins klar sein, dass du einfach nur Buchstaben auf einem fetzen Papier siehst oder du hörst die Worte und dann baust du eine Vorstellung auf. Im Anfang war das Wort, alles was geworden ist, ist Wort. Und dann denkst du an einen Trump, an einen Putin, an einen Merkel, an einen was weiß ich, alles was bei euch in Österreich gibt, jetzt ausgedacht natürlich. Und das Irre ist, dass du denen Qualitäten zusprichst, dass das Gute sind oder dass das Böse sind. Du hast noch niemals mit irgendeinem dieser Menschen gesprochen. Ich könnte jetzt sagen, geh zu deinem Onkel Michi hin und frag mal, was er von Udo Petscher hält. Den habe ich noch nie gesehen, ich kenne deinen Onkel nicht. Und er maßt sich an, über mich zu urteilen. Magst du nichts anderes, wenn du an Politiker denkst? Was du äußerst, die Meinung, die du hast, ist eine angelesene Meinung, die du auf deinen Schwamm drauf hast. Das erste Wissen, das du kriegst, ist für dich richtig. Und sobald jetzt der Wissen auftaucht, das diesem Wissen widerspricht, blockst du sofort ab. Damit entheiligst du dich selber. Jetzt wiederhole ich nochmal. Egal, was du als Beweis nimmst, wie einer ist, was du alles weißt. Ich zeige dir 1000 Seiten im Internet, wo zum selben Thema was ganz was anderes behauptet wird. Nimm mal den Trump. Ich zeige dir Filme im Internet, die totale Trump-Anhänger sind. Und die begründen das auch logisch. Und ich zeige dir welche, wo das Gegenteil behauptet wird. Und das Problem ist, dass du meinst, eine dieser beiden Seiten wäre richtig. Ist jetzt eigentlich eine Welle ein Berg oder ein Tal? Komm, ich will deine Meinung wissen. Komplexe. Ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, Küche oder Badezimmer? Ich will deine Meinung wissen. Dass diese simple, einfache Logik entlarvt all die ganzen Deppen um dich herum, die nur deshalb so sind, wie sie sind, weil du sie dir so unvollkommen ausdenkst. Aber es bleiben Existenzen, es bleiben vergängliche Erscheinungen. Ich kann dir nur eins versprechen. Es wird in dem Spiel bloß ein Allereinziger überleben. Das ist der, der mich jetzt sprechen hört. Und du hörst mich jetzt sprechen. Ich erzähle es immer nur dem, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Und für dich wird der Udo so sein, wie du ihn dir ausdenkst. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst, dieser Glaube, wer du zu sein glaubst, ist verbunden mit einem ganz bestimmten Schwamminhalt, mit einem Intellekt. Und der bestimmt letztendlich, dieser Glaube bestimmt, an was du dann denkst, wenn du an einen Udo denkst oder an einen Trump oder an eine Merkel denkst oder an einen Einstein denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Es ist absolut irre, wenn dir mal bewusst wird, wenn du wirklich Holofeeling studierst, und da gibt es wenige, die Holofeeling so studiert haben, jetzt ausgedachterweise wie dein Oma und deine Opa und auch mittlerweile deine Eltern. Weil sie merken, das ist anders, hat dein Papa gesagt das erste Mal. Das ist irgendwie anders. Oder ich habe schon immer gewusst, dass irgendwie alles ganz anders ist. Jeder, der hier diesen Geistesfunk, wie ich das nenne, in sich hat, der merkt sofort, das ist ganz anders, was er sagt. Ich predige keine Feindbilder. Ich erkläre dir, was du bist, und wie du funktionierst, ganz grob, soweit es möglich ist, dass du es kindgerecht verstehen kannst. Und das Nächste ist immer noch, dass ich dazu sage, dein jetziges Leben als Sophie in deinem Fall bleibt vollkommen unangetastet. Da kriegst du keine Regeln, was du tun sollst oder nicht tun sollst. Da kannst du nirgends eintreten und austreten. Die Botschaft ist, werde zu dem Geist, der ganz über der Sophie steht und ganz bewusst jeden Moment verlagert deinen Fokus auf dein Wert- und Interpretationssystem. Mach dir die einseitigen Äußerungen bewusst. Es ist die Quelle von Leid. Du wirst ständig mit Reizauslöser konfrontiert und du reagierst wie ein Computerprogramm auf diese Reizauslöser. Das ist ein ständiger Wechsel von Informationen. Und diese Interpretation erzeugt die Gefühle, ob du dich gut oder schlecht fühlst. Erleben du den Geist, nur der Geist, der träumt, erlebt den Traum. Achte mal auf diese einfachen Worte. Jetzt stellst du dir in deiner jetzigen Vorstellungskraft einen träumenden Geist vor, den du dir als Ding gar nicht vorstellen kannst, weil das im Hintergrund schon der Zwang wieder ein Mensch, der da liegt und schläft. Aber für den träumenden Geist ist der, da ist kein Mensch, der da liegt und schläft und in einem Zimmer ist. Es ist ein Geist, der mit ständig wechselnden Bildern konfrontiert wird, die letztendlich aus ihm selber kommen, die sich nur in seinem eigenen Kopfkino abspielen. Aber nicht in dem Kopf von dem, der da liegt. Das ist schon wieder was Ausgedachtes. Das ist das Spiel mit Rotschreiben und Blauschreiben. Wenn ich was rot schreibe, benutze ich rot geschriebene Wörter für etwas,
was letztendlich gar nicht existieren kann. Ein Standardbeispiel, an was denkst du, wenn du an nichts denkst? Frag das einmal, du könntest mit Holofeeling, könntest du bei dir, wenn du im Studium oder in der Schule bist, mit Freunden zusammen bist, die kannst du aufmischen ohne Ende. Du kriegst wirklich eine Macht, wenn du da Spaß dran hast, dass du merkst, du kannst mit diesen Figuren spielen, mit einfachen Sachen. Dass du, dann wird dir wirklich bewusst, dass das Reaktionssysteme sind. Je nachdem, wenn du jetzt dann fragst, an was denkst du, wenn du an nichts denkst? Versuch das einmal, was die dann sagen dazu. Und die Antwort ist unheimlich einfach. Du denkst das Wort nichts. All, pass auf, Sophie, was ich dir jetzt sage, ich kenne das in einem anderen Kontext, all deine persönlichen Probleme, die immer wieder auftauchen, jetzt einmal das Wort Problem normal genommen, all deine persönlichen Probleme und die Probleme der Welt, die du dir ausdenkst, wo du die Quelle dafür bist, weil es ist ja die Welt, die von dir ausgedacht wird, die übrigens nur dann existiert, wenn du dran denkst. Jetzt könnte ich sagen, was denkst du bei dem Wort Welt? Lassen sich genauso leicht lösen. Du musst dir nur bewusst machen, was jetzt wirklich da ist. Und wenn du an alles denkst, denkst du an das Wort alles. Jetzt ist aber dieses existierende Geräusch nichts, ist ja nicht nichts. Und das existierende Geräusch alles ist nicht alles. Du gibst diesem Wort einen gewissen Sinn. Ich nenne das einmal, nichts ist ein nicht gedachter Gedanke. Was ja aber das Wort nichts nicht ist, wenn du an nichts denkst. Das, was ich dir sage, ist Philosophie in einer Ebene, dass ich dann den kompletten Philosophen einer Welt, wo ich mich anmaße, dass ich sage, das sind alles hochgradige Deppen. Die Philosophen deiner Welt, die teilweise Nobelpreise für Philosophie kriegen, werde ich dir zeigen, wenn die den Mund aufnahmen, die sind absolut nur Schwätzer, die nur irgendwas nachschwätzen. Die erklären dir, was der Philosoph gedacht hat und der Philosoph oder der Philosoph hier philosophiert, was ihm eingefallen sind. Was ihnen aber gar nicht klar ist, dass diese Philosophen bloß deshalb existieren, weil die jetzt von diesen Philosophen ausgedacht wurden. Und dieses ausgedachte Wissen ist wieder ein angelesenes Wissen, was sie von ihren Lehrern gehört haben. Du kommst aus dieser Ebene nicht raus. Ein schönes Beispiel, das du auch ausprobieren kannst. Was hat ein Känguru in Australien, ein Neandertaler in der Steinzeit und der Alphetum gemeinsam? Frag das einmal, Leute. Du wirst keine Antwort kriegen. Die Antwort ist genauso einfach. Dich. Wieso mich? Weil du dir die jetzt ausdenkst, weil ich die Worte gesprochen habe. Aber die, die du dir ausdenkst, nach außen denkst, sind jetzt hundertprozentig sicher, die das Känguru in Australien und der Neandertaler und die Steinzeit und der Eiffelturm in Paris sind jetzt nur deine Gedanken, weil du sie deckst. Mhm. Du wirst jetzt eine tiefe Demut kriegen, wenn du wirklich einmal hier die Dora richtig übersetzt, wo sich dein Ober gewaltig damit auseinandergesetzt hat, den wir uns jetzt ausdenken. Aber da wirst du merken, ich habe ein paar Mal gesagt, deine Oma ein Musterbeispiel, wo sie hier jetzt umgeht damit. Es wird ein Gedanke niemals auf Ewigkeit existieren, er existiert nur, wenn du ihn denkst. Selbst dein eigener Körper, mit dem du dich verwechselst, der existiert nur, wenn du dran denkst. Und wenn du bewusst, wenn du wirklich bewusst Geist wirst, ewiger Geist wirst, Geist von meinem Geist, dann wird dir klar, dass das überhaupt nicht wehtut, wenn sich dein Körper auflöst. Weißt du, wie oft er sich hier in einem Ausgedachten noch auflöst, wie oft du nicht an den Körper von der Sophie denkst? Du bist doch dann trotzdem noch da. Was ich dir sage, merkst du, was für ein Wahn es ist, dass du dir einreden lassen hast, du bist dieser Gedanke, den du ich nennst, den du meinen Körper nennst. Du bist der, der sich das ausdenkt und der das erlebt. Eine schöne Metapher dazu, das ist kein, jetzt denk an den Anfang, Sophie. Der Erste erklärt dir Sachen, die du sofort überprüfen kannst, wenn du meine Gedankengänge mitgehst. Da gibt es nichts zu diskutieren, das ist hundertprozentig sicher. Wenn du Geist an irgendetwas nicht denkst, existiert es für dich nicht. Alles, was existiert, aus dir heraustritt, weil du es denkst, eine Gedankenwelle nenne ich das, du bist im Meer, du bist immer, es tritt aus dir heraus. Existiert nur, solange du es denkst und jeder Gedanke, den du denkst, jeder Menschen, den du denkst, wenn du ihn jetzt denkst, ist es nur ein Gedanke von dir. Ob ich das Mensch nenne, Gedanken nenne oder Körper nenne, spielt keine Rolle. Es ist eine Information, keine Außenformation. Die Sprache ist hundertprozentig sicher. Das, was ich dir sage, ist hundertprozentig sicher. Und du wirst jetzt irgendwann einmal feststellen, dass alle Menschen, die du dir jetzt denkst, die du bewundert hast, weil die vielleicht so gescheit sind, weil man dich so programmiert hat, sage ich das im Volltreffen.
Das ist hundertprozentig sicher, weil der Gedanke von dir, ein Dasein müssen, ist selbst ein Gott, den du dir denkst, ist ein Geschöpf, das du erschaffst, wenn du an Gott denkst. Und ein ausgedachter Gott wird für dich so sein, wie du in dir denkst, wie jeder Gedanke, den du denkst, genauso ist, wie du in dir denkst. Das ist ja alles bewiesen, wie ein menschlicher Körper aufgebaut ist. Ich werde dir beweisen. Mein Maßstab ist ein ganz anderer Maßstab, Sophie. Das, was ich dir sage, ist hundertprozentig sicher. Beweise mir, dass dein Körper auch dann existiert, wenn du nicht an ihn denkst und dass in dem Kopf ein Gehirn drin ist. Was ich dir jetzt gleich sage, du kannst es realisieren. Wir können in eine Pathologie gehen und dann können wir Leiche aufschneiden, dann wird in dem Kopf ein Gehirn, in dem Schädel ein Gehirn drin sein. Aber weißt du wieso? Weil du dir das ausdenkst, weil du das glaubst, weil dein Programm wie ein Computerprogramm dich zwingt, dass das so ist. Ich kann jetzt ein Programm schreiben, dass wenn wir jetzt rein in der virtuellen Welt einen Kopf aufschneiden, dass da Apfel drin ist. Das ist eine Frage, wie das Programm die Bilder aufbaut. Das Programm ist dein Schwamminhalt. Das ist der Wissen, den du zum Denken benutzt. Wir machen hier kein Science-Fiction. Wir reden von einer hundertprozentig sicheren Wirklichkeit. Und egal an wen du denkst, er wird von dir erschaffen und er wird so sein, wie du in dir ausdenkst. Und die Ursache dafür ist der zweite, das ist der Glaube, den du in dir trägst. Das ist dieser Schwamminhalt, den du dir nicht raussuchen konntest. Das kann dir deine Oma und deine Eltern können dir das wesentlich genauer erzählen. Da brauchst du kein Udo dazu, weil die das hier hunderte Male sich angehört haben und immer wieder durchdacht haben und überprüft haben. Das ist Leben, wird vollkommen aufregend, wenn man anfängt, hier mit einer vollkommen neuen Sichtweise auf die Welt das anzusehen. Das ist allumfassend. Und immer daran denken, trotzdem dein normales Leben weiterleben. Das ist ein ganz spezielles Leben, wo du was zum Lernen hast. Da mischen wir uns nicht ein. Da muss man zuerst damit zurechtkommen. Das dauert eine Zeit. Und das ist ein Riesengeschenk, wenn man das schon in jungen Jahren weiß. Und hüte dich, irgendwelche Bekannten oder Freunde von dir aufklären zu wollen. Das ist ganz, dann passiert das, was mit dem Toni passiert ist, mit deinem Onkel. Mhm. Ich sage halt im Mund, du klopf an. Wenn ihr Gespräche habt, kannst du solche Sachen mit reinschmeißen. Ein schönes Beispiel, du bist ja bloß ein Affe. Wie Menschen darauf reagieren, wenn du zu einem sagst, du bist ja bloß ein Affe. Das, wo ich immer wieder sage, ist hochinteressant. Du sprichst das aus, was ein Mensch glaubt, jetzt in deinem Traum. Jeder glaubt, er ist ein Affe. Dem muss klar sein, wissenschaftlich, nach wissenschaftlichen Glauben definiert, das ist die Weltreligion, ein Mensch gehört zur Gattung der Primaten, genauer zur Gattung der Trockennasenaffen. Du sprichst einen Menschen an, was aufgrund seines anerzogenen Glaubens glaubt. Und er ist tief beleidigt, wenn du das zu ihm sagst. Ist schizophren. Und er versucht möglichst lange das, was er zu sein glaubt, am Leben zu erhalten. Und dadurch geht er in die vollkommene Vergessenheit, weil überhaupt nicht mehr was, dass er der ist, der sich das ausdenkt und dass das, was er sich denkt, immer so ist, wie er sich denkt, auch wenn du an dich selbst denkst. Dann taucht eine ganz bestimmte Vorstellung in dir auf. Das, was du ich nennst. Aber sobald du an was anderes denkst, ist die Vorstellung wieder weg, dann hast du den nächsten Gedanken. Die nächste Information. Du bist der träumende Geist, das ist die erste Metapher. Die zweite Metapher ist, wo ich sage, du bist ein Computer. Ist immer eine Metapher. Da muss dir klar sein, dass alles, was auf dem Bildschirm auftauchen kann, was jetzt in Erscheinung tritt, ist auf einer tieferen Ebene gleichzeitig schon da auf der Festplatte oder im Arbeitsspeicher. Das ist wie wenn du ein Bild anschaust. Die Bilder kommen nicht nacheinander, Sophie. Jedes Bild ist jetzt. Und das ist kein Finger und da bewegt sich jetzt auch, was du siehst, nichts nach rechts und nach links. Du schaust auf einen statischen Monitor mit kleinen Lämpchen, die die Flamme, die Helligkeit verändern. Wenn du wüsstest, wie viele Physiker bei mir schon da waren, die nicht so die Luft rauslassen, wenn ich immer wieder jetzt für dich nochmal sage, weil du die noch nicht so gehört hast. Ich beweise jeden Physiker, dass in den Physikbüchern auf jeder einzelnen Seite so eklatante Fehler drin sind, dass das gar nicht so gewesen sein kann, wie die das beschreiben, geschweige denn so ist. Es ist so, weil du das glaubst und weil du dir das ausdenkst, weil man dir das erzählt hat. Es ist aber hundertprozentig sicher, dass das Hirngespinste sind, das reine Dogmen sind. Und da war eine Unmenge schon bei mir da, Professor teilweise mit 3 Doktortiteln, die geduckten Hauptes wieder abgezogen sind. Und das kann ich dir, ich sage, ich beweise das jeden 16-Jährigen, den ich das erkläre, wenn wir uns jetzt hinsetzen und ich weise dich darauf hin, was du mit deinem jetzigen Intellekt mir recht geben, dass ich recht habe, dass das gar nicht so sein kann. Du hast so eine Autoritätshörigkeit in der Schule.
Ich denke jetzt an meinen Professor Rainer, wie der mit mir zusammen war. Hochdotierter Professor, jetzt der Professor Johannes ist ja immer bei den Selbstgesprächen mit dabei, jetzt bei den letzten Sachen. Der ist, glaube ich, habe ich schon erwähnt, jetzt voriges Jahr, ich weiß nicht, ob er gewonnen hat, er ist in Deutschland immer in den Universitäten, ist er bald der beliebteste Professor Deutschlands und da war er unter die ersten fünf in der Auswahl. Was gewonnen ist, weiß ich gar nicht, ich habe ihn nicht gefragt. Das sind absolute Holo-Feeling-Fans. Und das Erste, was ich sage, halte den Mund, so wie ich zu deiner Mutter gesagt habe, geh in die Schule. Was ich zu dir gesagt habe, wie du noch Lehrerin warst, was ich zum Peter Fetting gesagt habe, halte den Mund, mach, gib des Kaisers, was des Kaisers ist, lehre den Lehrstoff, den du zu lehren hast. Du hast keinen aufzuklären. Du weißt mir die Tricks, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Weil das ja auch Wissen ist. Ich sage, jegliche Art von Wissen sind Puzzlestücke von einer höheren Ordnung, wo du nichts davon weißt und zwangsläufig deine Welt nichts davon weiß, weil die Welt, die Menschen, die du dir ausdenkst, können ja bloß das wissen, was du dir denkst, dass die wissen. Und du machst dieses große Problem, dass du dir so viele Menschen ausdenkst, wo du sagst, die sind ja so gescheit. Diese Gedanken, die du dir jetzt denkst, die dir so gescheit erscheinen, sind deshalb für dich so gescheit, weil du dir das denkst, dass die so sind, bis du selber zum Denken anfängst. Und dann wirst du wirklich feststellen, dass in Physikbüchern auf jeder Seite so viele Fehler drin sind, so eklatante Fehler und Widersprüche drin sind. Das kann ich einem 16-Jährigen erklären. Es reicht der Intellekt eines 16-Jährigen aus. Und wenn ich sage, hundertprozentig sicher, da gibt es nichts zu diskutieren. Und dann wird es dir wirklich, das erschüttert dich ins tiefste Mark, wenn du merkst, in was für eine Lüge du lebst, die du letztendlich dir selber vorlügst, weil du noch keine eigene Meinung hast. Darum heißt es dir, du kriegst so eine tiefe Demut gegenüber diesen Jesus-Sprüchen. Es hat auch nie in der Vergangenheit an Jesus gegeben, weil was existiert, existiert jetzt. Wir machen jetzt einmal die Fakten, Sophie. Das Geheimnis liegt im Wort. Ein Faktum. Das Wort Faktum kommt aus dem Lateinischen. Das heißt wirklich, alles, was ich dir jetzt sage, wenn du in Wörterbüchern nachschaust, was du feststellst, steht es drin, was ich behaupte. Ich zwinge dich nicht, was zu glauben, was du nicht jetzt in deinem jetzigen Intellekt überprüfen kannst. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Fagere heißt nämlich tun, machen, handeln auf Lateinisch. Und das Faktum ist die Tatsache. Manchmal wird auch gesagt, ein hier und jetzt überprüfbares Ereignis. Die Tat, das Faktum besteht darin, dass du jetzt, aus welchem Grund auch immer, dir irgendwas denkst. Es taucht ein Gedanke in dir auf, der von dir gedacht wird, wenn du alleine bist. Okay? Dass du jetzt diesen Gedanken denkst, diese Information in dir aufbaust, in dir Geist, nicht in den Trockennasenaffen, der existiert, das Gehirn, der Kopf existiert ja nur, wenn du dran denkst. Darum ist es der rote Kopf. Denk an das Rot. Rot weist auf was hin, ein Symbol, das nicht existieren kann. Es kann aber gewusst werden. Du kannst wissen, was nichts ist. Der Gedanke nichts, das Geräusch nichts oder das hingeschriebene Wort nichts ist ja nicht nichts. Und genauso ist es mit dem Kopf. Du hast einen blauen Kopf, wenn du an einen Trockennasen auf den Kopf denkst. Und der rote Kopf ist das, in dem sich dieser blaue ausgedachte Kopf als Information befindet. Blau heißt immer, das kann wahrgenommen werden. Das siehst du. Du lügst dir das Blaue vom Himmel herunter. Ich habe früher immer wieder gesagt, blau, blond und blöd. Kann es noch schlimmer kommen? Also pass auf, dieses Faktum, die Tatsache besteht darin, dass du jetzt aus welchem Grund auch immer was denkst. Das ist die Tat. Und damit erschaffst du diese Information. Du kannst jetzt an Neandertaler denken. Das Faktum besteht, dass dieser Neandertaler, der jetzt als Information in dir auftaucht, sagst du mal nur das Wort Neandertaler und dann kannst du ein Bild davon machen. So wie du dir halt einen Neandertaler bildlich vorstellst. Das Faktum besteht darin, dass du den erschaffst durch dein Denken. Das ist die Tatsache. Aber nicht, dass dieser Gedanke, der jetzt von dir jetzt erschaffen wird, dass der schon von so und so vielen tausend Jahren da war, bevor du ihn gedacht hast. Selbst deine eigene Geburt, wo du dir ja so sicher bist, dass hier die Trixi dich irgendwann mal dieses Äffchen zwischen den Beinen heraus, das sind jetzt Gedanken, das sind Worte, die du hörst und du baust Vorstellungen auf. Und das Faktum besteht, dass diese Worte, im Anfang war das Wort jetzt in dir, Vorstellungen aufbauen, die du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, die aber jetzt da sind. Mhm. Es gibt keine Vergangenheit und keine Zukunft, Trixi. Trixi, sag ich schon, Sophie. Pass auf, Sophie. Das Jetzt, die 200 Gramm rote Gnede, wie ich das nenne, das ist übrigens die Einstein-Formel. Dieses E ist mc Quadrat, eigentlich, ich sage immer wieder für dich jetzt nochmal, Einstein hat die Formel nie so geschrieben, da steht E Quadrat ist m Quadrat mal c hoch 4.
Es wird absolute Physik, was ich mache. Ich verknüpfe alle Wissensgebiete, alle Religionen und alle Sprachen in ein allereinziges System, das ist die Vatersprache. Und das passt lückenlos zusammen, da gibt es keine Widersprüche, da gibt es keine Feindbilder. Es ist also so, dass diese Energie, du hast Abitur, erinnere dich, da heißt es erst einmal, die reine Energie kann weder vermehrt noch vernichtet werden, sondern sie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Jetzt setze für diese rot geschriebene Energie, die kann nicht vermehrt werden, weil die alles ist, was in Erscheinung tritt, und sie kann nicht vernichtet werden, weil sie was rot geschriebenes ist, was man nicht denken kann. Dafür setzt du jetzt einen einfachen Geist, setz dich selber. Du bist diese Energie. Und sie wird ständig, ich zitiere aus Physikbüchern, diese Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann, sie ist nichts und alles gleichzeitig, wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Zeige ich dir in tausenden von Physikbüchern diese Aussage. Das ist ein träumender Geist, der zum Träumen anfängt und Informationen sieht. Ich symbolisiere das mit 200 Gramm roter Gnede. Die forme ich jetzt ständig um. Das ändert an der 200 Gramm roten Gnede überhaupt nichts. Das bist du. Das heißt, du wirst feststellen, das ganze Leben, das du erlebst, besteht aus ständig wechselnden Augenblicken, einer Formveränderung, eine Veränderung deiner Information. Und das passiert im Jetzt. Das ist, wenn ich jetzt aus der Gnede, wenn ich die umforme, ich mache aus der Gnede eine Tasse. Denk einfach mal mit. Jetzt quatsche ich die zusammen und mache einen Teller draus. Jetzt klatsche ich die zusammen und mache eine kleine Figur draus, ein Pferdchen draus oder ein Äffchen draus oder was, oder ein Vogel draus. Dann forme ich ständig diese 200 Gramm rote Gnede. Und was ändert es an der 200 Gramm rote Gnede? Nichts. Was jetzt das Nächste ist, was du erkennen musst, dass jedes Mal, wenn ich der Gnede eine neue Form gebe, in dem Moment, wo die neue Form auftaucht, wird im selben Moment jetzt die bestehende Form zerstört. Das heißt, alles, was in dir auftaucht, taucht jetzt auf und verfordert, dass jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Wenn ich jetzt die Computermetapher nehme, jedes neue Bild zerstört das bestehende Bild, was eigentlich gar nicht was auftaucht oder wieder verschwindet, sondern du hast jetzt einen Monitor vor dir und die Lämpchen, das ist eine Matrix, verändern nur ihre Helligkeit. Das heißt, da bewegt sich jetzt wirklich nichts hin und her. Und du wirst jetzt mit Entsetzen plötzlich feststellen, dass du nie von mir hören wirst, dass in irgendeinem Buch was drinsteht, was nicht stimmt. Das Problem ist deine einseitige Auslegung, weil du so programmiert bist. Du wirst entsetzt sein, was in Wörterbüchern und Physikbüchern drinsteht. Das Spiel mache ich mit deiner Oma seit über 20 Jahren. Als ehemalige Schulrektorin. Oder jetzt mit deiner Mutti, wenn wir mal skypen. Dass du entsetzt bist, wie oberflächlich du und einseitig du in der Auslegung bist. Du hörst ein Wort und dann ist eine Vorstellung da. Ich sage immer wieder, was denkst du, wenn du an Krebs denkst? Und jetzt ist ja in deinem eigenen Repertoire, sind schon, das Wort Krebs allein ist noch vollkommen neutral. Denkst du an eine schlimme Krankheit? Denkst du an ein Schalentier, an ein Sternzeichen? Dann gibt es übrigens noch in der Musik eine Krebsfuge. Da gibt es noch tausende von anderen Sachen auch, wenn du das anfängst mit der Vatersprache anzufassen. Für dich ist nur eine, das ist wieder das Wort Krebs, ist eigentlich wieder das im Zentrum. Weißt du, die Aussagen, die ich mache, sind im ersten Moment aufgrund der Logik des Zweiten total schockierend. Oder sag einmal zum Beispiel, hier behaupte wieder, wenn du mit einem Freund zusammen bist, du hast noch niemals eure Küche gesehen oder du hast noch niemals Wetter gesehen. Stürzt jede materialistische Logik, jeder religiöse Mensch ab. Er wird zum Streiten mit dir anfangen. Ich sage, dann lass uns zu dir heimfahren. Geh mal jetzt hier bei deiner Oma, geh in die Küche, du hast noch nie die Küche von deiner Oma gesehen. So ein Blödsinn, was redet denn der für einen Scheiß? Ich lass, geh mit deiner Oma in die Küche und nachher zeigt deiner Oma die Küche. Pass auf, in dem Moment, wo du in der Küche stehst, siehst du auf deiner Verabredung nicht, das hast du ein Bild. Das heißt, das, was jetzt in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, ist nicht die Küche. Sagst du mal das Wort Entfernung. Ich wiederhole das immer wieder, das ist wichtig. Die Vorsilbe end in der deutschen Sprache. Machst du mal genau, weist zuerst einmal auf einen Gegenstand hin, der in dir auftaucht, der zu existieren beginnt, der aber unmittelbar danach wieder ins Gegenteil gekehrt wird. Das heißt, ich mache mal einen Gegenstand, nämlich wir denken uns jetzt einen Gummi, der gespannt ist. Wir stellen uns jetzt einen gespannten Gummi vor. Was passiert,
Entspannen heißt, dass die Spannung wieder aufhört. Das ist wie mit einem Gedanken. Es spannt sich in dir ein Gedanke auf und in dem Moment, wo du nicht mehr denkst, entspannt er sich. Und wenn ein Mensch dich enttäuscht, dann hast du dich die ganze Zeit, die Weisen deiner Welt, die werden dich irgendwann einmal, wenn du selber zum Denken anfängst, wirst du dich selbst enttäuschen. Du wirst feststellen, dass das nur dumme Gedanken sind, die nur deshalb so weise sind, weil du dir die bisher so ausgedacht hast, weil du noch nie genau hingeschaut hast. In dem Moment, wo dich jemand enttäuscht, hörst die Täuschung auf. Und wenn etwas in einer gewissen Entfernung vor dir zu sein scheint, ist es eben nicht fern. Es ist deine Information. Sonst würdest du es ja gar nicht sehen. Selbst dein jetziger anerzogener Glaube macht dir klar, dass du erst dann was zu sehen, ehe zu sehen bekommst, wenn es in deinem Gehirn drin ist. Dann kannst du es nicht wahrnehmen. Natürlich, das große Problem ist die Sache mit dem Gehirn, weil das Gehirn ja gar nicht existiert, wenn du nicht dran denkst. Mit was siehst du eigentlich? Mit den Augen, die gar nicht existieren, wenn du sie nicht denkst? Ich sage immer, alles Existierende sind einfach nur tote Erscheinungen, Informationen, die sich mit dem nächsten Gedanken schon wieder auflösen, aber das sind Symbole wie in einem Traum. Ein Auge, das du dir ausdenkst, ist genauso aufgebaut wie eine Kamera, die du dir ausdenkst. Das ist Materie. Materie kann nicht sehen. Sehen, erleben tut nur Geist was. Ein Auge, das du dir ausdenkst, kann so viel sehen wie eine Kamera. Ein Ohr, das du dir ausdenkst, kann so viel hören wie ein Mikrofon. Und wenn ein Mensch spricht, die Stimmbänder, die da angeblich Schallwellen erzeugen, die übrigens noch nie ein Mensch gesehen hat. Licht hat noch nie irgendein Mensch gesehen. All das, was die dir erzählen, die leben in einem Wahn, in einem materialistischen Wahn wie religiöse Menschen. Zeig mir Licht. Zeig mir die Photone, zeig mir die Lichtwellen. Und dann kommen die wieder mit dem Laser an, wo sie dann machen, ja, soll, du siehst keinen Laserstrahl. Ja, wenn ich einen Rauch reinblase. Ich sage, wenn du einen Rauch reinblasst, dann siehst du eine Rauchwolke. Wir denken uns jetzt mal bewusst, das sind irgendwelche kleine Partikel. Und dann sind die weiß. Und da, wo ein Heliumlaserstrahl durchgeht, sind dann die Rauchpartikel rot. Ist ja logisch, weil die werden ja von dem roten Laserlicht angestrahlt. Ich sage, du sollst mir das rote Laserlicht zeigen. Was du mir zeigst, sind jetzt in deinem Konstruktprogramm weiße Rauchpartikel, wo manche rot sind. Das sind rote Rauchpartikel, aber rote Rauchpartikel sind ja kein Licht. Ja, aber die sind ja deshalb rot, weil sie von roten Laserstrahl. Du sollst mir den roten Laserstrahl als Ding an sich zeigen. Das sind logische Konstrukte, das sind Sackgassen. Wenn du wüsstest, wie viele Physiker nicht schon die Luft rausgelassen haben. Weil da gibt es nichts zu diskutieren. Und jetzt komme ich zur Küche zurück. Das, was du siehst, wenn du in der Küche stehst, ist ein Herd, ist ein Kühlschrank, ist ein Waschbecken, ist ein Fenster. Dir sollte klar sein, ein Herd, den du siehst, ist keine Küche. Das Fenster oder der Kühlschrank, den du jetzt siehst, ist keine Küche. Ja, aber höre ich dann immer wieder. Ich sage, du hast doch gesagt, ich habe behauptet, du hast noch nie die Küche gesehen. Das Wort Küche ist wie eine Kollektion von Einzelbildern, die man fotografieren kann. Im letzten Selbstgespräch habe ich gesagt, pass auf, die Tasse hier, das ist natürlich jetzt keine Tasse, das ist einfach nur ein Arrangement von Helligkeiten auf deinem Monitor. Ich fordere eine absolute Präzision, dass dir jeden Moment bewusst wird, was jetzt wirklich als Information vorliegt. Und du wirst feststellen, du siehst zu 99,9% plus deine Interpretationen. Und die führen dich ständig in die Irre. Bei Holofeeling geht es nicht darum, dass du irgendwas glauben müsstest, was man sich nicht vorstellen kann, sondern dass dir bewusst wird, was jetzt eigentlich da ist und was du mit dieser anerzogenen Logik draus machst. Diese Tasse ist jetzt ein Teil von dem Wohnzimmer vom Udo in Weißenburg. Das sind jetzt übrigens nur Worte, was du hörst. Könnt ihr euch das kurz vorhergehende Selbstgespräch nochmal anhören? Im Anfang war das Wort, was machst du aus den Worten? Stimmt es? Ich sage, nein, die Tasse ist ein Teil von Weißenburg. Das ist ein größerer Ordner. Weil das Wohnzimmer vom Udo ist ja wiederum ein Teilchen von Weißenburg. Weißenburg ist ein Teil von Deutschland, dann ist ja die Tasse ein Teil von Deutschland. Genauso ist es, wenn ich jetzt dir einen allereinzigen Löffel zeige aus der Küche von der Helene, kann ich doch nicht sagen, das ist die Küche. Es ist ein Teilchen, das ich hier zuordne in diesen Ordner. Mhm. Da müssten wir jetzt Mathematik, Russell studieren, die Theorie der logischen Typen.
Es ist in euren Büchern, was da drin steht, du wirst von mir nie hören, wenn du mir ein Buch gibst, dass das nicht stimmt. Was du aber feststellen wirst, dass egal welches Buch du mir gibst, ich gebe dir 1000 Bücher, wo was anderes behauptet wird zum selben Thema. Was übrigens auch richtig ist, wenn du das Prinzip verstanden hast. Dass es das schöne Holofeeling vereinigt, alle Wissenselemente und Perspektiven zu einer absoluten Einheit, wo du dann irgendwann einmal demütig akzeptieren wirst, dass du das selbst bist. Zumindest wenn du ich bist. Meine ganzen Bücher beginnen mit Ich bin du. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du wach geworden bist, wenn dieser Traum zu Ende geträumt ist. Wo du in einer permanenten Verwechslung und in einer Selbstdarstellung bist von dem Intellekt, der noch gar nicht dir gehört. Dein Wissen, dein Intellekt ist das Wissen deiner Lehrer und deiner Erzieher, dein Schwamminhalt. Ich habe da tausende Beispiele. Das, was du jetzt hörst, Sophie, das ist dein ureigenstes Wissen aus dir selber. Wo du hinwachsen wirst mit vielen, vielen Erfahrungen. Das Sophie-Leben ist nicht das einzige Leben, das du lebst. Das Sophie-Leben ist ein Leben, das ich schon gelebt habe. Das ich erschaffen habe. Und ich meine jetzt nicht den Udo, den du dir ausdenkst. Ich rede nicht von Gedanken, sondern ich rede zuerst einmal von dem, der mit seinen eigenen Gedanken, mit seinen Informationen konfrontiert wird, in einem ständigen Wechsel. Was aber an ihm selbst, an dir selbst, verändert es überhaupt nichts. Ich kann dir nur eins sagen, wenn du jetzt glaubst, du bist die Helene, die bist du übrigens auch, das bedeutet Holofeeling. Der Geist, der jetzt glaubt, die Helene zu sein, der fühlt sich kein bisschen älter wie der Geist, der jetzt glaubt, die Sophie zu sein. Und du wirst feststellen, es ist derselbe Geist, weil du Geist denkst dir jetzt die Helene und die Sophie aus. Übrigens auch den Udo. Zumindest wenn du an ihn denkst, sonst existieren die Sachen ja nicht. Ich rede nur zu dem Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und zwangsläufig denkst du jetzt mal an die Helene, hast du jetzt, wenn du aufmerksam zugehört hast, wo war jetzt die ganze Zeit die Helene? Die hat nicht existiert über lange Strecken. Übrigens ist dir aufgefallen, dass du die ganze Zeit überhaupt nicht geatmet hast? Das ist hundertprozentig sicher. Jetzt schau mal, wie mächtig der Zweite in dir ist. Habe ich dir nicht am Anfang gesagt, der Zweite behauptet Sachen, die dir zwar logisch erscheinen, aber die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, weil um zu überprüfen, ob du atmest, musst du an deinen Körper denken. Und dann wirst du feststellen, wenn du dich speziell auf das Atmen, selbst wenn du nur an deinen Körper denkst, denkst du nicht an dieses Ein- und Ausatmen. Das musst du denken. Erst wenn du es denkst, existiert es. Du bist auch dann da, wenn du nicht an deinen Körper denkst und zwangsläufig atmest du dann auch nicht. Das Atmen ist was ganz was anderes. Das ist das hier. Du atmest nicht erst ein und dann aus. Es ist immer hell und dunkel. Diese ganzen einfachen Beispiele, wenn ich sage, jetzt ist es hell und es wird in der Zukunft wieder dunkel. Es wird in der Zukunft nichts passieren. Und es ist in der Vergangenheit nichts passiert. Es ist eine Transversale. Alles, was passiert, passiert jetzt. Alles ist gleichzeitig. Die Bilder, die, wenn du einen Film anschaust, wo deine Logik sagt, die fließen ja durch die Zeit. Evolution, Sophie, das Wort Evolution, lateinisch, heißt ex folgere. Schau in Altlateinwörterbücher nach. Das heißt herausrollen. Und Revolution heißt hineinrollen. Und das passiert von Augen. Denk an die 200 Gramm rote Knete. Da rollt nicht einmal was heraus. Es wird nur ständig deine Information, die Oberfläche der 200 Gramm rote Knete verändert. Jedes Bild ist in dir auftaucht, zerstört das bestehende Bild, aber es taucht jetzt auf und es verschwindet jetzt. Wenn du vor einem Bücherregal stehst, sind alle Seiten, alle Worte gleichzeitig da, in einem Ordner. Und wenn du jetzt irgendwas lesen willst, musst du ein Buch herausnehmen, eine Seite aufschlagen, von der Seite eine Zeile nehmen, von der Zeile ein Wort nehmen und erst dann kannst du ein Geräusch draus machen. Aber jedes Wort, das du sprichst, sprichst du jetzt. Zu glauben, wenn du eine Buchseite liest, dass die Worte zeitlich nacheinander kommen, ist ein absoluter, es ist zwar logisch für den Zweiten, aber es ist so leicht zu überprüfen, dass du jeden Gedanken, jedes Wort, das du sprichst, so ein Geräusch machst, machst du jetzt so ein Geräusch. Wenn in einer Zeile hier zum Beispiel steht 1, 2, 3, 4, 5 und du schaust die Zeile an, dann veränderst du nur den Blickwinkel und dann sagst du 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe es jedes Mal jetzt so gemacht und jetzt schaust du die Zeile an und irgendwas ist in dir drin, das redet dir ein, dass du das zeitlich nacheinander gesprungen hast. Es gibt keine chronologische Zeit. Jetzt lies einmal die Johannes-Offenbarung, da taucht das Lamm auf, das sagt, als erstes stille stehen wird die Zeit. Und das erste, die Erde und der Himmel, den du dir ausgedacht hast, werden vergehen.
Und das Mehr wird nicht mehr sein. Ich sage immer, das ist ja doppelt gemoppelt. Erde, deine Vorstellung von Erde ist eine Kugel, übrigens hebräisiert Kugel heißt wie eine Welle. Bei einer Welle ist plus minus immer gleichzeitig da. Es kommt jetzt erst der Berg und dann das Tal. Es ist übrigens auch nicht zuerst hell und dann dunkel. Das ist ein Konstrukt aufgrund deiner Erziehung. Du bist der Computer, du bist so programmiert, so zu denken. Aber was dir gar nicht aufgefallen ist, dass wenn dein Geist sich jetzt erhebt und du denkst dir bewusst das heliozentrische Weltbild aus, dann hast du eine Kugel, die wird von einem Scheinwerfer angestrahlt, von der Sonne. Okay, stell dir das jetzt einmal ganz einfach vor. Kugel strahlen wir mit einem Scheinwerfer an. Ist eine Seite hell und eine Seite dunkel. Stimmt oder stimmt? Gleichzeitig. Wenn ich die Kugel jetzt so drehe, was ändert dann hell und dunkel? Wechselt dann hell und dunkel? Eine Seite bleibt hell und eine Seite bleibt dunkel. Der ist übrigens ganz nebenbei gleichzeitig hier oben und hier unten in deiner Vorstellungswelt, wie du dir das jetzt denkst, ist arktisch kalt, arktisch, antarktisch, untenrum Äquator, total heiß. Hier regnet es, hier scheint die Sonne. Da ist es natürlich finster, da ist es hell. Alles gleichzeitig. Wie glaubst du, wieso glaubst du, dass das nacheinander kommt? Es ist jetzt. Es wird nichts passieren. Du wirst nicht morgen sterben, nicht übermorgen, nicht in 10 Jahren und nicht in 100 Jahren. Du Geist, du bist ewig. Und die Gedanken, die du denkst, die lösen sich schon auf, wenn du sie nicht mehr denkst. Was habe ich die letzten Selbstgespräche gesagt, Helene? Ich wette mit dir, du kriegst von mir 5 Milliarden Euro. Wenn du in der Lage bist, in 2 Stunden ein Glas Wasser zu trinken. Du kannst es jetzt denken, das ist ein Faktum. Dann denkst du das jetzt. Wenn du das jetzt sinnlich wahrgenommen magst, magst du es auch jetzt. Es war nichts in der Vergangenheit und es wird in der Zukunft nicht sein. Was jetzt das Irre ist, ich bin der Erste. Ich bin wirklich der Erste. Das, was ich dir erzähle, erfordert keinen Glauben, geh meinen Gedanken an mit. Ich rede von dem, was hundertprozentig sicher ist. Habe ich am Anfang nicht gesagt, der Zweite, deine anerzogene Schullogik, ist für dich so mächtig, dass du mehr an diesen Lügen festhältst, weil sie dir logisch erscheinen, dass du die Logik über das stellst, was du überprüfen kannst. Dein Körper existiert nicht, wenn du nicht an den Körper denkst. Du bist nicht dieser Körper. Das ist das Spiel. Und das, was du jetzt, dieser Geistesfunk, wie ich das nenne, das Leben der Sophie erlebt, du praktisch jetzt als Sophie, da kannst du jetzt mit deiner Oma dich auseinandersetzen und die wird dir bestätigen, dass dieser Geist, der reine Geist, jetzt nicht die Information mit dem ständigen Wechsel, dass der nicht altert. Deine Oma fühlt sich kein bisschen. Du fühlst dich mit dem Programm deiner Oma in der Welt, wenn du jetzt träumst, du bist deine Oma kein bisschen älter, wie du dich jetzt halt so viel fühlst. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie von dem jetzigen Leben das Ding fast zu Ende gelesen hat. Und da ist keine Angst mehr vom Sterben, sondern auch dieses Reinkarnieren. Die ganzen Religionen haben recht, die sind bloß das Problem, ist die Auslegung deiner Lehrer. Die Physikbücher, alles, die Chemiebücher stimmen bis ins Detail. Aber nicht die Vorstellungen, die du aufbaust anhand der Worte, die in den Büchern drinstehen, weil die Vorstellungen, die du aus den Worten, aus diesen Zeichen generierst, hängen von deinem Schwamminhalt, von deiner Erziehung ab. Das ist alles Blödsinn. Ist natürlich auch einseitig richtig, aber man hat die Symbolik nicht erkannt. Weißt du, das ist alles so logisch, was man dir erzählt in den Physikbüchern. Dass wenn du Physik, zum Beispiel Chemie, Abitur wissen, die Luft, die du atmest, die besteht aus 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff und 1% Edelgase, meistens Neon. Und dann lernst du noch mit dazu, dass diese Gase, Stickstoff, Sauerstoff, übrigens auch Helium, dass das vollkommen unsichtbare, vollkommen geruchslose, vollkommen geschmackslose und vollkommen ungiftige Gase sind. Okay. Wenn du was nicht riechen kannst, wenn du was nicht sehen kannst, wenn du was nicht schmecken kannst und wenn es vollkommen ungiftig ist, dass es auf dich überhaupt keine Einwirkung hat, wie wurde das dann entdeckt? Dann kommt einer zu mir und sagt, ja, die Wassermoleküle hat er schon von Humboldt und der geiler Sack, vor über 200 Jahren haben die entdeckt. Ein Chemieprofessor, dass die das ja vor über 200 Jahren schon entdeckt haben. So, bist du denn ein Vollpfosten ohne Ende? Wie wollen die das denn entdecken? Dann stelle ich ein Glas Wasser hin und jetzt denkst du dir, Welt vor 200 Jahren, du kannst die nicht einmal jetzt entdecken.
zeichnen wir die Wassermoleküle. Übrigens, ein Wassermolekül besteht aus zwei Teilen Wasserstoff und einem Teil Sauerstoff. Das sind doch voll schon die Moleküle, die Atome selber sind doch vollkommen unsichtbar, vollkommen geruchlos, geschmacklos. Wie willst du das entdecken, dass das Wasser aus lauter diesen unsichtbaren Teilchen besteht? Es sind Vorstellungswelten, die du aufbaust, weil man dich so programmiert hat wie ein Computerprogramm. Es hat einen tiefen symbolischen Sinn, das H2O. Übrigens, das Hydrogenium schreibt sich, dieses Hydro ist ja das griechische Wort für Wasser. Da steht Udo R, das heißt der Kopf des Udos. Das ist das, was da drüber steht hier. Beroshit, das ist das erste Wort in der Bibel. Inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Und immer dran denken, deine Oma wieder normal gesprochen, die kennen mich lang genug. Um den Udo geht es überhaupt nicht. Das ist ein Brösel wie jeder andere auch. Ich will mich nie über einen Menschen erheben, im Gegenteil. Ich bin da, um zu dienen. Ich lasse mich auch nicht anbeten. Und ich habe mit der Masse der Menschen gar nichts zu tun. Da gibt es keine Sekte. Da gibt es ein paar so Spinner wie deine Eltern oder deine Oma. Der Opa hat es jetzt endlich geschafft. Da gibt es nichts zu trauern. Abgesehen davon, was das große Problem ist, das ist der Gedanke. Die Schwierigkeit, wenn du immer wieder denselben Gedanken wiederholst, dann kommt nichts Neues. Dann bist du wie ein Hamster in einem Laufrad. Täglich grüßt das Murmeltier. Der Toni hat es nicht geschafft. Ein Gedanke löst sich schon auf, ein Körper löst sich auf, wenn du nicht dran denkst. Der es schaffen kann, ist der sich's ausdenkt. Und das sind so kleine Schritte, wo man sich immer mehr löst, weil man irgendwann einmal auf was vollkommen Neues neugierig ist. Wie sieht die Welt aus, wenn ich wach war, wenn ich den Traum verlasse? Die neuen Informationen kannst du auch bloß wieder in Form eines Traums erleben. Wenn Menschen träumen, dann geht er in den eigenen Traum. Abhängig davon ist aber, wie ein Computer, was für Film läuft oder was für Videospiel läuft, hängt ab von der Logik, der Daten, mit denen du arbeitest. Und da ist die schöne Symbolik des Internets. Es ist ein unendlicher Pool von Wissen. Auf deinem Computer, in deiner persönlichen Welt, wird bloß das verwirklicht worden auf dem Bildschirm, was du für Daten und für Programme benutzt. Und das, glauben wir, sind sowas für unvollkommene Scheißprogramme, Kindergartenprogramme, die mit den Möglichkeiten, die in dir drin sind, nichts zu tun haben. Nicht das Geringste. Aber das kommt alles, es ist ein Lernprozess. Alles, was in dir auftaucht, ist wichtig. Darum mische ich mich ja nicht ein. Das ist wie, ich mache immer das Führerscheinprüfungsbogen, weil die ist so voller Fehler und du wirst viel Spaß haben, wenn du anfängst, die Fehler zu suchen. Die schreien dich förmlich an. Wenn du dich einmal von den richtig und verkehrt gelöst hast und dann versuchst, was ist die Synthese? Das bringt dich geistig auf höhere Ebenen. Und das Wichtige dabei ist die Neugier. War neugierig auf dich selbst und auf deine Welt. War neugierig gerade auf die Sachen, die dir verkehrt erscheinen. Jede Vorstellung von richtig. Ich behaupte, das Ding hat einen Hänge. Da wirst du jetzt als normaler Mensch, das ist wie wenn man über was diskutiert, über irgendein Thema. So ein Blödsinn, du lebst damit Hirngespinsten. Jede Vorstellung von richtig, richtig steht für eine Richtung, setzt eine Kehrseite, das ist das, was dir verkehrt erscheint. Und vervollkommnen wirst du dich erst, wenn du anfängst, dich für das Verkehrte, für die Kehrseiten, die du jetzt mit deiner Logik nicht sehen kannst, wenn du anfängst, dich für das zu interessieren, was du jetzt eben noch nicht sehen kannst. Ich betone immer wieder die Ehe. Die Ehe ist nämlich eine Verbindung von Plus und Minus. Das führt dich in die Vollkommenheit. Dich müsste genau das interessieren, was dich eben zurzeit nicht interessiert, was dir böse und schlecht erscheint. Das ist das, wenn ich sage, liebe deine Feinde. Das ist nur ein Überbegriff. Liebe, fang an, dich für das zu interessieren, was du bisher dich gar nicht interessiert hast oder was dir böse, fremd, falsch, verkehrt erschienen ist. Falsch. Das Wort falsch kommt vom lateinischen Wort falla. Das ist die Falle, wo du hineindappst, weil du alles Falsche nicht haben willst. Und meine Führerscheinprüfungsbogenwelt ist, dass ich immer wieder sage, dieser Führerscheinprüfungsbogen ist doch voller Fehler. Ich mache das einmal ganz einfach. Wenn man einen Führerschein macht fürs Auto. Auto ist das Selbst übrigens im Griechischen. Ein Automobil ist ein Selbstbeweger. Die mobile Mobilität ist die Bewegung und ein Automobil ist ein Selbstbeweger. Und wenn dieser Selbstbeweger das Auto mit einer Automatik schaltet, Madikus heißt Dummkopf, Tor, Blödmann, Unbewusstsein, dann ist da ein Selbst, ein ausgedachtes Selbst, das etwas macht. Es schaltet ja die Gänge rauf und runter. Diese Automatik, dieses Selbst ist ein Madikus, ein Dummkopf, Tor, ein Blödmann, ein Unbewusstsein, der weiß ja nicht, was er tut und warum er das macht. Wenn du Waschmaschine laufen hast mit ihrer Automatik, macht die das ja auch alles von selbst.
blau gelesen, ausgedachtes Selbst, das aber als Ding an sich überhaupt nicht weiß, was es tut und was es macht, wenn das eine Automatik ist. Okay, jetzt frage dich einmal, was eine Mathematik ist, ein Mathematiker. Mathe heißt das gelernte Wissen und das ist ein Dummkopf, ein Blödmann, weil er gar nicht weiß, was er macht, weil er voll auf den Gleisen des anerzogenen Wissens ist. Ein Computer, der mit seinem Programm läuft, aber er selber weiß doch überhaupt nicht, was er macht. Meinst du, ein normaler Mensch ist was anderes? Meinst du, deine ganzen Professoren und Nobelpreisträger sind irgendwas anderes, die du dir jetzt ausdenkst? Für dich werden sie so sein, wie du sie dir ausdenkst. Und du denkst dir die so aus, wie man dir das erzählt hat, weil du geistlos einfach nur rezitierst und vorstellst und ausdenkst und dich dabei vollkommen entmachtest als Geist. Weil sobald du dir einen Gescheiten ausdenkst, ob das jetzt ein gescheiter Udo ist, entsteht so ein Wellenberg automatisch ein Wellental in dir. Das ist dann zwangsläufig der Dumme. Und du sagst jetzt, ich bin der Dumme und der ist gescheit. Nein, du bist der, der sich diese Welle ausdenkt, die aus einem Gescheiten und einem Dummen besteht. Du stehst eins drüber als Denker, als Geist. Und du merkst, was ich jetzt sage, ist gar nicht so dumm. Ich rede von dem, was ist. Es ist bloß was, was noch nie in deiner Welt irgendeiner entdeckt hat. Und weißt du wieso? Weil die Menschen, die du dir ausdenkst, das erst wissen können, wenn du dir welche ausdenkst, die das wissen. Du musst der Erste sein. Du musst der Erste sein. Die Menschen, die du dir ausdenkst, werden immer so sein, wie du sie dir ausdenkst. Und das hängt von deinem Intellekt ab und den kannst du extrem erweitern, aber nur aus dir selbst. Punkt. So einfach ist es. Und jetzt kommt die frohe Botschaft, du musst nichts dazu tun, du musst es bloß geschehen lassen, es passiert von ganz alleine. Udo Feeling ist auf Freiheit anbedacht, auf Lachen, auf Freude, nicht auf Gewalt. Das machen Religionen. Nur wirst du feststellen, das ist auch, in allen Religionen ist ein Quäntchen Wahrheit. Und dann öffne ich, wenn du zuhörst, so erkläre ich, das ist das, was deine Oma, deine Eltern so fasziniert an dem Holo Feeling. Es macht dich wieder zu einem Kind, heißt es nicht, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Ich zitiere mal aus der Johannes-Offenbarung. Und ich habe nichts mit Religion zu tun, ganz im Gegenteil. Da kommt ein alter Mann, der Nikodemus, Johannes 1,3. Da kommt ein alter Mann, ein Weiser, der hat mitgekriegt, der Jesus ist so unendlich gescheit. Und dann kommt er und sagte hier, Meister, wann werde ich ins Himmelreich kommen? Und dann sag ich, tu dich jetzt nicht mit dem ich meine nicht den Jesus der Vergangenheit, das ist ein Gedanke. Ich verwechsle mich nicht mit einem Gedanken, ob ich mich UP nenne oder ob ich mich Jesus nenne oder was ist was, das sind Gedanken von mir. Aber ich bleibe mal in der Form, dann sage ich zu den alten Weisen, Mann, wisse Nikodemus, solange du nicht vom Neuen geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nicht betreten. Dann sagt der Nikodemus, aber Meister, ich kann doch nicht wieder zurückkriegen in den Leib meiner Mutter. Der Mutterleib auf Lateinisch heißt übrigens Matrix. Du lebst in einer Matrix, darum sind die Kinofilme da. Die hat niemals irgendjemand gemacht, den du dir ausdenkst, weil du jetzt schon wieder konstruierst, du bestimmst doch alles, was du denkst. Du bestimmst jetzt, der Film Matrix wurde 1999 in Amerika gedreht, der Produzent war Joel Silver und so weiter und so fort. Die Regisseure waren die Wachowski-Brüder. Schau mal die Worte an, wach. Ich sage immer, du musst wach werden. Die zwei Brüder sind Wachowski, die diese Regie und das Drehbuch geschrieben haben. Der Produzent Joel Silver ist übrigens ein Jude. Da musst du wissen, das Buch Joel ist eines der kleinen Prophetenbücher in der Bibel. Lies es, da steht die Matrix schon drin. Und Silver auf Hebräisch heißt Keof, das heißt wie eine Schwelle, wie eine Gedankenwelle. Das ist die Matrix. Den Noel von Dennett, den hat man erst im letzten Selbstgespräch. Den Christopher Nolan. Ist wieder UP drin. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich bestimme, wen ich mir ausdenke und was ich denen einfallen lasse. Und ich bin dann sogar in der Lage, dass ich diese Gedanken als Einzelwesen mit einem Geistesfunken verstehe und dann erlebst du dieses Leben. Aber du wirst irgendwann einmal die Demut kriegen, dass alles, was der Udo dir jetzt erzählt, erzählt er dir, weil du das träumst. Wenn das stimmt, was ich sage, dass du jetzt träumst, du träumst jetzt, dass du bei deiner Oma bist, wenn du glaubst, die Sophie zu sein, du bist die Weisheit. Die Weisheit ist das Licht der Physik, das aus allen Farben gleichzeitig besteht. Aus allen gleichzeitig. Das ist Holo-Feeling, das Holo dabei. Und du denkst dir jetzt ein Udo aus, das ist ein Pixelmännchen. Wenn du jetzt träumst, dann ist ja das der träumende Geist, der schafft ja die Figuren im Traum. Das ist wie wenn du ein Autor bist, dass du jetzt einen Roman schreibst.
Ich behaupte, dass alles, was du dir ausdenkst, ist immer nur, wenn du es denkst, und es muss genauso sein, wie du es denkst. Das gilt für jede Figur, die in deinem Traum auftaucht, in dem Moment, wo in deinem Traum, und du hast vergessen, dass du träumst, weil du ja glaubst, du bist die Sophie, die du dir auch ausdenkst, dass jede Figur in deinem Traum so ist, wie sie von dir geträumt wird. Das heißt, alles, was der Udo dir jetzt erzählt, kann er dir nur erzählen, diese Figur, weil du das träumst. Wenn das so ist, habe ich nicht gesagt, dass das, was der Udo dir erzählt, ist dein ureigenstes Wissen. Danke. Das ist alles ganz anders, Sophie, glaub es mir. Du wirst in so eine gigantische, wundervolle Himmelreichwelt hineinwachsen. Und wir kommen mal kurz zu den Nikodemus. Das ist die Matrix Plus. Also nochmal, Meister, wann komme ich ins Himmelreich? Luther-Übersetzung, ich rede jetzt nur die deutsche Übersetzung. Das Original ist nochmal ganz anders, wenn man es richtig übersetzt. Aber ich bleibe bei der ganz normalen Luther-Übersetzung. Ich kann doch nicht wieder zurückkriegen in den Leib meiner Mutter. Dann sage ich, du kannst doch nicht zurückkriegen, du bist noch mittendrin in der Matrix. Die Matrix symbolisiert die Traumwelt, die ihr vom Programm aufbaut. Das ist dein Intellekt. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Satz, achte mal auf die deutschen Worte, wisse, solange du glaubst, du bist aus Fleisch geboren, bist du Fleisch und du bist verweslich, du bist vergänglich. Erst wenn du begreifst, dass du von Augenblick zu Augenblick aus Geist und Wasser entspringst. Der Geist ist das, was du bist, was ich dir jetzt erkläre, rot geschrieben. Das ist die Energie in der Einstein-Formel, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Und Wasser, rot geschrieben, dieses Wort Gott in der Bibel, im Anfang erschuf Gott. Dieses Wort Gott steht El Hayom, das hat den Zahlenwert 86, das ist UP. Dass du von Augenblick zu Augenblick aus Geist und Gott entspringst. Das ist übrigens das erste, aber dieses im Anfang, Beroshit steht über meinen Kopf drüber, heißt eigentlich Berosh, heißt inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen, wird etwas aufgebaut und zwar so, wie ich es mir ausdenke. Und ich denke mir das nicht als heliozentrisches Weltbild oder geozentrisches Weltbild, das ist schon wesentlich genau, wenn ich sage, es ist das da meine Matrix, ein Computerprogramm, aber das ist komplett veränderlich. Du kannst übers Wasser laufen, du kannst fliegen wie Superman, du kannst Supergirl machen, vollkommen real. Du kannst es jetzt zurzeit nur nicht, weil in dir was drin ist, dass du sagst, ich bin die Sophie und ich kann das nicht. Das ist aber nicht der Sinn oder das Ziel. Das ist wie mit dem Wissen, wenn ich sage, Wissen, du verwirklichst Wissen, das du vom Hören sagen kannst. Wenn du jetzt dein Smartphone in die Hand nimmst, das ist für dich so normal, ohne Ende. Wie deine Oma so alt war wie du, wenn du ein funktionsfähiges Smartphone gehabt hättest, das wäre von einer anderen Welt gewesen. Mhm. Es funktioniert übrigens nicht so, wie Physiker das erklären, sondern es funktioniert, weil du glaubst, dass es funktioniert. Der Glaube verwirklicht und nicht irgendwelche Formen, die natürlich aber auch alle stimmen. Aber nicht so, wie Physiker dir das erklären. Es sind Schwätzer, die wissen nicht, wovon sie reden. Wenn der Professor sich hinstellt und sagt zu dir, ja, schon vor 200 Jahren wurden die Wassermoleküle entdeckt, der müsste einmal als Geist selber darüber nachdenken, wie würden die das entdecken? Wie würdest du das entdecken? Man erzählt dir, das ist so, und wenn du einen Hauch hast, das geht dann noch mit Lichtgeschwindigkeit, mit Photonen, wenn ich dir sage, wenn ich solche Leute habe, die fangen zum Zittern an, weil ich sage, merkt ihr gar nicht, wie geistlos ihr nachäfft, in euren Glauben selber Affen zu sein? Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Da ist nichts verkehrt gelaufen, Sophie. Bemerke, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas, was in dir auftaucht, sinnlos ist. Es ist niemals was verkehrt gelaufen. Es sind ganz bewusst erschaffene Fehler, um dich zu prüfen, ob du schon neugierig bist und in der Lage bist, eigenständig zu denken. Nicht nur mathematisch auf den Gleisen deiner Dummkopflehrer und Erzieher, sondern eine eigene Meinung. Ich will dir nicht die Meinung von irgendeinem Udo aufquetschen. Ich will, dass du in dir nach deiner ureigensten Meinung suchst. Ja. Und dann wirst du sowieso meine Meinung haben, weil die allumfassend ist. Aus der jede von irgendeiner Figur in deinem Traum geäußerte Meinung ist ein Baselstückchen von unserer Meinung. Ich spreche dann von wir sind nämlich ein Geist. Wir sind jetzt der sich alles ausdenkt. Die Sophie, die Donis, den Doni. Wann existiert der Doni, wenn du an ihn denkst? Ja. Also wie kannst du jetzt glauben, dass er jetzt weg ist? Der ist doch jetzt da. Es ist doch schon wieder der Glaube, ja, aber den gibt es doch jetzt da außen. Und doch jetzt alles, was existiert, existiert hier und jetzt in deinem Kopf. Wo ist jetzt der Unterschied, ob du ihn denkst? Ja, weil du ihn nicht mehr realisieren kannst. Warum kannst du den jetzt nicht mehr materialisieren? Weil du glaubst, dass er im Tod ist. Der Doni ist jetzt ich. Tod. Lateinisch heißt Tod nämlich so viele.
Wenn ein Nietzsche in der Philosophie sagt, Gott ist tot, und alle sagen, alle Philosophen sagen, das ist ein Atheist, die haben noch nie Nietzsche gelesen. Ich sage als Nietzsche, Gott ist tot, Gott ist so viele, er ist alles. Das bedeutet Holophilic. Die 200 Gramm rote Gnede ist jede Form, die sie annimmt, aber keine Form davon, weil sie immer ist und die Formen sind in einem ständigen Wechsel. Im Meer. Das Meer ist alle Wellen, die in ihm auftauchen, aber nicht irgendeine Welle davon, weil Wellen vergängliche Erscheinungen sind und der, der immer ist, ist eben immer. Im Meer. Merkst du, wie präzise das Deutsch wird? Und das Deus-Deutsch, das Gottesdeutsch, braucht auch noch das Ivri, das Hebräische. Das ist wie das Betriebssystem und das Programm. Jetzt lass mal so aber gut sein. Oh. Jetzt hast du eine schöne Geschichte erzählt, Sophie. Ja. Danke, danke. Okay. Ja, so schaut es aus. Die Neugier ist der Schlüssel zur neuen Welt. Und das ist das Schöne, dass du in deinem Traum nichts verkehrt machen kannst. Das ist, du musst erst einmal das träumen, was du träumst. Aber ich will, dass du dich drüber erhebst. Ich wünsche mir das für dich, dass du dich selber beobachtest. Jeden Moment, was jetzt da ist und was du draus machst. Hör dir Selbstgespräche an, immer und immer wieder. Ich weiß, jetzt wieder normal, jetzt rede ich wieder normal zeitlich, in deiner normalen, gewohnten Logik. Dein Oma, weiß ich, das sind kein Selbstgespräch, wo die nicht mindestens 2-3 Mal angehören haben, nachdem es rauskommt. Obwohl sie oberflächlich betrachtet fast die immer gleich klingen. Aber es ist immer ein kleines Quäntchen nochmal neu, was Neues dabei, was ein totales Würdiger in dir auslöst. Aber jetzt nicht vernachlässigen, jetzt hast du auch deine normale Schule, das, was du zu lernen hast, sind ja auch Wissenselemente, die wichtig sind. Leg, solange du so jung bist, hast du nochmal den Schwerpunkt hier, wie man so sagt, ein Bein hier festzumachen in der Welt. Um dann irgendwann einmal zu erkennen, es war nicht für die Katz, dass du es wegwischst. Es ist wie wenn ich jetzt sage, ich habe einen Computer, das ist ein neues Betriebssystem, da muss man sich zuerst dran gewöhnen, irgendwann wird es dann total gewohnt, dann kommt wieder ein neues, dann darf man wieder von vorne anfangen und dann muss es halt wieder wegwischen. Das Loslassen können ist die große Kunst. Genauso ist es mit dem Wissen. Wichtig ist aber, dass das Neue immer aufbaut, was Neues dazukommt, was du ja nicht zulässt mit der Logik. Ein normaler Mensch bekämpft ja alles, was ihm böse, schlecht und unlogisch erscheint. Oder er interessiert sich erst gar nicht dafür. Und damit hältst du dich immer in dieser extremen Unbewusstheit fest. Mit den ganzen Kämpfen, mit den ganzen Feindbildern und mit den Lügen, wo dich niemals irgendeiner belügt, den du dir ausdenkst. Du belügst dich ständig selbst. Der Einzige, der wirklich an allen verantwortlich sind, sind nicht irgendwelche Illuminaten oder Mächtige, die du dir ausdenkst, die ja nur existieren, wenn du sie denkst und dann mächtig sind, wenn du dir die mächtig denkst. Du bist der eigentliche Machtfaktor. Ja. M8. Gestalt gewordene 8. Wenn du anfängst zu erkennen, was du bist. Und das hat nichts damit zu tun, wenn du Geist bist, gehst du nicht auf die Straße und demonstrierst. Du lässt es geschehen, du sagst, forder dein Wille geschehen. Und spielst du die Rolle, dass du auf die Straße gehst, dann sage ich dir gleich, die auf die Straße gehen, das sind nur Protagonisten, das sind wie die KIs in einem Videospiel, das sind keine Geister. Der Protagonist, der weiß, was er ist, der wird sich immer raushalten aus dem ganzen großen Spiel der Welt. Schau, ich bin als Udo sowas von unscheinbar. Ich habe früher immer gesagt, jetzt rede ich normal zu dir. Wenn ich jetzt die letzten 25 Jahre Sekte aufbauen hätte, mit meinem Charisma, mit dem, was ich erzähle, glaube ich, hätte Hunderttausende von Anhängern. Und es reduziert sich, wo ich sage, auf 100 Brösel oder was, nach wie vor. Weil mich ausgedachte Menschen nicht interessieren, Sophie. Das Problem, Sophie, dass du jetzt bist, wenn du an dich selbst denkst, das hat sich schon komplett aufgelöst, wenn du so alt bist wie deine Oma. Das wirst du übrigens jetzt sein, das ist bloß ein paar Seiten weiter hin, so 50 Seiten weiter hin. In dem Buch, das jetzt schon geschrieben ist, das jetzt in dir drin ist. Es ist eine ganz andere Wirklichkeit, jenseits von Zeit und Raum, die geistreich ist, mit der du dir alles erklären kannst, ohne Feindbilder, ohne Hass, ohne Einseitigkeit. Ich rede von einer absoluten Vollkommenheit. Jetzt lassen wir es gut sein hier. Danke, danke. Danke. Das wollte ich mal. Das war jetzt wieder Sachen, die du tausendmal gehört hast. Aber ganz nicht oft genug. Wie spreche ich gegen den Menschen? Ja. Manipuliere ich sie? Hast du den Eindruck gehabt, dass ich dich jetzt in irgendeiner Form manipulieren will, dass ich dich in eine Sekte ziehen will? Das ist, dass du merkst, die Menschen leben so in Vorurteilen. Das musst du an dir erkennen. Es sind immer noch Spiegelbilder von dir selber.
Genau. Okay, ihr zwei. Das ist gut. Papa, tschüss. Wir sehen Papa. Uns. In Liebe, danke. Papa.